Jo, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teambuilding in der NPBL Season 5. Spieltag Nummer 7 sind wir tatsächlich schon angekommen. Spieltag Nummer 7 bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir immer näher zum Ende der Ligaphase antreten. Das bedeutet also auch, dass die K.O.-Phase immer näher kommt. Dort, wo ja Platz 1 bis 7 sich halt eben dort nochmal die Köpfe einschlagen werden, um am Ende herauszufinden, wer der König ist der NPBL Season 5. Das Coole ist ja außerdem auch, vielleicht auch ganz spannend für die Teilnehmer, falls sie es irgendwie schon vergessen haben oder so und sich das jetzt hier nochmal anhören sollten. Es gibt ja für den ersten Platz sowohl für die Singles-Liga als auch für die Doubles-Liga einen Pokal zu gewinnen. Denn, ja, wie gesagt, der Gewinner kriegt halt einfach einen Pokal für die NPBL Season 5, was ich ziemlich cool finde, was wir ja unbedingt halt eben durchsetzen wollten hier im Admin-Team, und das werden wir auf jeden Fall halt eben dann auch so praktizieren für die Gewinner. Egal, wie dem auch sei, geht ja auch gar nicht darum, was für Goldschmuck und so weiter die Ersten jetzt hier bekommen sollten und hast nicht gesehen. Es geht nämlich hier jetzt um das Teambuilding, und das heutige Teambuilding ist auch recht spannend. Das hat auch wieder etwas mit dem Ersten und so weiter zu tun, denn wir dürfen jetzt heute ran gegen den Ersten platzierten. Und zwar ist es nämlich der Nestfloh. Nestfloh und sein Team, die Storchensöhne. Ich mach mal mein Team hier wieder weg, weil mein Team halt eben, ich glaube, wie gesagt, das haben wir jetzt schon des Häufigeren gesehen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie groß eine Überraschung drin sein sollte für irgendjemanden. Von daher schauen wir uns jetzt halt eben das Team an von meinem Gegner, nämlich von Nestfloh. Nestfloh momentan jemand, ich weiß auch nicht, was es bei ihm ist. Es ist halt irgendwie so eine ganz, ganz komisch gewisse Liebesstory zwischen den beiden, also zwischen Draftligen und Nestfloh. Ich weiß nicht, was es ist, aber dieser Typ performt immer gut irgendwie in Draft-Ligen, zumindest in den wichtigen Draft-Ligen. Also ist ja jetzt nicht so, als hätte er jetzt nur in wichtigen Draft-Ligen mitgespielt. Ne, ich habe keine Ahnung, in welchen Draft-Ligen der sonst noch so gespielt hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, in der Shitmon League war er. Da war ich aber auch. Aber das ist halt auch so eher for fun. Und das hat er ja auch for fun gespielt. Egal, wie dem auch sei. Ich weiß auch gar nicht, wie er da gespielt hatte. Auf jeden Fall müssen wir halt eben gegen den Erstplatzierten ran. Das ist seine allererste VGC-Liga. Von daher nochmal dick Props meinerseits auf jeden Fall, dass er es geschafft hat, nach 6 Spieltagen auf Platz Nummer 1 zu thronen. Obwohl wir hier so Leute drin haben, wie zum Beispiel Big Relaxo, nehme ich immer gerne als Beispiel. War der Season 4-Gewinner, ist jemand, der schon seit irgendwie 2001 wahrscheinlich VGC halt eben spielt, der ja von Anfang an dabei ist und so, der wahrscheinlich, ich glaube, die beste Expertise von uns allen hier hat. Rex auch jemand, der seit Jahren VGC halt eben schon spielt. Und dennoch thront ein Nestfloh ganz oben. Das ist halt wirklich ziemlich enorm, und der spielt auch in seinen Kämpfen, wie ich finde, ziemlich gut. Umso mehr Angst habe ich natürlich, gegen ihn dann zu spielen. In der letzten Woche ging es daran gegen Pake Plays, der ja momentan auf Platz Nummer 3 schimmert und der halt eben auch momentan eine krasse Saison hat. Gegen ihn haben wir verloren, gegen Nestfloh geht es als nächstes, der ist auf Platz 1. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, meine Knie sind am Schlottern. Sein Team, um da mal rüber zu gehen, besteht auch aus sehr, sehr vielen sehr gefährlichen Pokémon. Wir sehen nämlich beispielsweise schon mal die allerersten zwei Pokémon, die beiden Tier 1 Pokémon, Cresselia und Polaros. Die beiden Pokémon funktionieren auch schon extrem gut in der Kombination, ganz einfach aus dem Grund, weil die beiden Pokémon ganz gut harmonieren, denn Cresselia kann halt eben für Polaros eben den Trick Room rausbringen, während Polaros dann halt eben im Trick Room wahrscheinlich das schnellste Pokémon auf dem Feld sein wird und den Gegner halt eben komplett zerflügen wird. Denn das Teil hat halt eben bombastische Defensivwerte, hat einen saustarken physischen Angriff da noch mit dazu und ist halt eben saulangsam, was perfekt funktioniert im Trick Room. Wenn du halt eben außerdem versuchen möchtest, Cresselia vor Trick Room irgendwie, weiß ich nicht, du willst Cresselia jetzt irgendwie stoppen oder sowas, dass er keinen Trick Room einsetzt, ja, schade, denn Cresselia ist halt eben auch ein Pokémon, was unfassbar viel tankt. Das bedeutet, du musst eigentlich, damit du Trick Room stoppen kannst, in 99% der Fällen Cresselia doublen. Weil ansonsten kriegst du das Teil einfach irgendwie nicht klein. Der kriegt immer Trick Room raus und dann ist Polaros halt eben saugefährlich. Polaros macht dann außerdem noch eine Sache sehr gefährlich, weil wenn es nochmal in der Dynamax ist, tankt er natürlich noch umso mehr. Wenn er dann noch die Weakness Policy drauf hat, ist das eigentlich schon ein Lose für den Gegner. Wenn das geprockt wird und die Weakness Policy dann Gas gibt, dann gibt auch Polaros Gas. Dann wird hier absolut im Galopp gelaufen und dann wird Polaros dafür sorgen, dass dein Team halt eben dezimiert und zu Matsch erleben wird. Bundlebee hat er als nächstes Pokémon hier mit dabei und wie ich finde, eins der besseren auf jeden Fall Supporter. Ich habe immer noch den besten Supporter in Elfun, dankeschön, ja, ich weiß. Aber Bundlebee ist ein Pokémon, was du auf gar keinen Fall unterschätzen darfst, was außerdem auch offensiv recht gut funktioniert, aber natürlich auch noch umso besser funktioniert halt eben im, ja, in der Rolle als Supporting-Pokémon. Das Pokémon ist halt eben auch sau schnell und hat die Möglichkeit, Speed Swap einzusetzen. Das bedeutet also auch im Umkehrschluss, er muss gar nicht unbedingt Trick Room spielen, um zum Beispiel sein Pferd sau stark zu machen. Er könnte nämlich auch einfach Speed Swap, also Initiative-Tausch auf das Ribombee eben spielen. Könnte das dann auf Polaros einsetzen und Polaros ist dann halt eben dann, also nicht in umgekehrter Weise, sondern der ist dann halt eben ohne Trick Room das schnellste Pokémon auf dem Feld höchstwahrscheinlich. Außerdem kann das Ribombee sehr nerven durch so Sachen wie beispielsweise Ally Switch. Ich bin ja keiner, der irgendwie groß die Gegner dafür kritisiert, wenn sie Ally Switch spielen, weil ich bin selber einer, der davon Gebrauch macht, ja. Ich bin halt einer dieser Spieler und deswegen finde ich das sogar eigentlich eine ziemlich coole Attacke.
Hat aber halt eben auch nochmal ziemlich coole andere Supporting Moves, wie zum Beispiel Stachelspore ist immer ganz lieb, vor allen Dingen, weil er halt eben das schnellste Pokémon auf dem Feld höchstwahrscheinlich ist und die Stachelspore recht schnell rausbekommen kann, um dann den Gegner so ein bisschen halt eben zu verlangsamen. Aber ich habe es vorhin schon gesagt gehabt, das Teil hat auch offensiv ein bisschen Power. Es hat halt eben die Möglichkeit, Pollenpuff einzusetzen. Ich weiß gar nicht, Pollenknödel müsste das, glaube ich, auf Deutsch heißen, was halt so zweierlei Effekte hat. Entweder du machst dem Gegner sehr viel Schaden oder du kannst dein eigenes Pokémon mit dieser Attacke heilen, was eine sehr, sehr starke Attacke ist. Habe ich auch in der letzten Season halt eben gehabt, gemeinsam mit Kurelei. Dort konnte ich das auch gut einsetzen. Ist halt saugeil, weil wenn du den Gegner Schaden machen musst, kriegt er halt eben dann auch drauf Step da drauf. Mit einem 95er Spezialangriff ist das auch gar nicht so schlecht von dem, von Tinkerbell da, Rebombi. Ich vergesse immer den Namen, der steht doch gerade vor mir, Bundlebee, so. Bundlebee ist auch nicht so schlecht, sodass der Pollenpuff halt eben als Angriffsmove sehr viel Schaden macht. Kann aber, wie gesagt, auch die eigenen Pokémon heilen, was dann zum Beispiel auch wieder so ein Pferd sehr weiter verhelfen wird. Weil ein Pferd ist halt eben sowieso schon extrem tanky, wie gesagt. Spielt er dann noch die Weakness Policy drauf. Plus halt eben daneben ist halt, wie gesagt, Tinkerbell, was dann die ganze Zeit mit Pollenpuff auf ihn drauf schmeißt. Dann kann er ihn auch die ganze Zeit heilen und ich kriege das Teil nicht down. Das Pferd wird halt einfach nicht down gehen und das ist halt eine sehr große Gefahr, auf die ich keine Lust habe. Des Weiteren ist es so, dass er die Fähigkeit hat, Shield Dust müsste das, glaube ich, sein, Fragezeichen, oder war das Sweet Veil, eins von den beiden war es auf jeden Fall, dass er auch nicht von Zusatzeffekten irgendwie beirrt werden kann. Ist jetzt nicht so wichtig für mein Team, ich habe ja gar keinen Mogli bei meinem Team, aber es ist eigentlich vielleicht ganz wichtig für andere Attacken mit Zusatzeffekten, aber Mogli beispielsweise, das haben wir auch, glaube ich, gesagt gehabt in der Teamanalyse, das wir ja auch schon vor Wochen, vor, ich glaube, sogar schon mittlerweile 2 Monaten oder sowas knapp, hochgeladen hatten. Wobei 2 Monate ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest 1,5 Monate hochgeladen haben. Dort haben wir auch nochmal drüber gesprochen gehabt, dass das Pokémon halt eben auch ein ziemlich geiler Supporter ist, weil es halt nicht von Moglieb gestoppt werden kann. Das nächste Pokémon in seinem Team ist Milotic. Und Milotic ist ein Pokémon, was mir halt eben sehr, sehr präsent ist. Ich habe ja nicht so häufig Ladder gespielt, aber in den Momenten, wo ich VGC Ladder gespielt habe, bin ich in, sagen wir, 95% der Fällen gegen Milotic ran gemusst. Oder ich musste gegen Milotic ran in 95% der Fällen. Das Pokémon, also zumindest aus meiner Perspektive, sehe ich fast überall, ist jetzt aber auch schon irgendwie 3 Monate her oder so, als ich mal Ladder gespielt habe. Aber ich habe halt eben relativ viel Erfahrung von diesem Pokémon gesammeln können. Und das Pokémon, das ist halt eben auch brutal. Also du kannst das Pokémon so unfassbar stark versatile spielen. Das hat einen 100er Spezialangriff, was halt eben dann auch nochmal offensive Präsenz mit reinbringt. Weil ich meine, theoretisch denkt man sich so, oh, ist ja Milotic, wird wahrscheinlich halt ein bisschen Supporter-mäßig halt irgendwie spielen. Meinetwegen sowas wie Hypnose hat's ja auch oder halt eben Weißnebel oder sowas. Einfach um den Gegner so ein bisschen zu nerven, weil du kriegst das Pokémon halt eben nicht klein. Hat ja auch fast 100 HP, wenn mich nicht alles täuscht, was halt auch sehr gut ist. Aber das kann er auch genauso gut offensiv spielen. Die Fähigkeit Competitive ist sau gut gegen so Bedroher-User. Wir haben zum Beispiel einen Bedroher-User mit Arcani, ist also schon mal ziemlich ungünstig. Arcani freut sich ja sowieso nicht über die Präsenz von Milotic, weil da auch ein Wild Charge, wenn er irgendwie Full HP, Full Fist Def oder sowas spielt, halt auch nicht so viel macht, außer wir sind irgendwie in der Dynamax. Dementsprechend, wenn du das Milotic dann auf Competitive reinknallst, also die Fähigkeit halt reinzündet, und er außerdem noch offensiv spielt, mit Hydro-Pumpe beispielsweise, ja, dann switcht da halt eben mal ein Pokémon rein. Das wird halt eben wirklich sehr, sehr schwer. Willst du auch kein Pflanzen-Pokémon beispielsweise reinschicken, weil dann drückt er einfach im nächsten Turn Ice Beam und dann bist du halt eben auch gegessene Sache. Er muss ja auch zum Beispiel nicht mal, er könnte halt die perfekte Kombination aufbauen gegen Bedroher-User, indem er zum Beispiel Adrenalin-Orb auf dem Teil drauf spielt, weil das mit 81 Base-Speed auch echt nicht langsam ist und auf plus 1 dann halt eben sehr, sehr viele Mons outspeeden kann und dann mit Competitive Boost halt eben noch richtig reinscheppern kann. Mein Gott, es funktioniert halt ziemlich gut. Dieses Pokémon bereitet mir wirklich richtig Kopfzerbrechen, sage ich euch. Also wirklich Kopfzerbrechen, weil ich auch nicht weiß, wie er das spielt, wenn er es halt eben mitnimmt. Es hat dann noch sowas wie richtig nervige Spread-Attacken mit Muddy Water. Halt eine Attacke, die nochmal zu 30%iger Chance die Genauigkeit von jemandem halt eben senkt. Und der hat noch Mud Shot halt eben da drauf, was dann nochmal die Initiative halt eben senkt. Braucht das aber gar nicht einsetzen, wenn er auch zum Beispiel sowas hat wie Icy Wind. Kann mit Scald halt eben nochmal die Gegner burnen. Ich glaube, der hat auch Helping Hand. Klar, doch klar, Milotic hat auch Helping Hand. Ist halt eben ein Pokémon, sowohl Supporter als auch Offensiv, kannst du auch kombinieren. Kannst ja auch zum Beispiel einfach nur eine Eisattacke und Wasserattacke auf dem Teil drauf spielen und dann irgendwie Hypnose, Helping Hand. Geht ja auch beispielsweise, ne? Ja. Sage ich euch, wie es ist, habe ich großen Respekt vor. Und wie ich es mitgekriegt habe, und ich muss auch sagen,
vor dem Draft-Stream wusste ich ganz genau, dass sich Flo Milotic picken wird, weil er das gefühlt auch nur in der Ladder gespielt hat. Zumindest aus dem, was ich immer so zwischendurch aufgegriffen habe. Als nächstes Pokémon hier in seiner Liste ist Hypoteros. Er wollte, glaube ich, ziemlich gerne das Brokkolos haben, was halt eben dann am Ende Rex bekommen hat. Aber Hypoteros ist auch ein saugutes Pokémon im VGC. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also unterstützen will ich es auf jeden Fall nicht, weil ich möchte das Pokémon tot sehen. Aber man sollte es nicht unterschätzen, wollte ich sagen. Vor allem, wenn er sowas spielt wie gesagt im Trick Room. Weil dann ist Hypoteros halt auf einmal ein offensiver Sweeper. Hypoteros kennt man jetzt vielleicht auf so OU-Ladder-mäßigen immer irgendwas, um das Stalobor irgendwie zu supporten. Hat dann irgendwie sowas drauf wie Toxin mit Tagedieb, vielleicht noch Erdbeben halt eben mit drauf. Und I don't know, was du da als letzter draufpacken möchtest halt eben. Lass es halt irgendwie sowas sein wie Body Press, I don't know, Rock Slide oder so, um Pokémon zu treffen, die fliegen oder hast nicht gesehen. Aber das Pokémon wird dann auf einmal im Trick Room zu einer sehr offensiven Präsenz. 112er physischer Angriff, mein lieber Scholli, bei 120 physischer Defensive müsste das, glaube ich, sein, mit irgendwie 100er Base HP. Das kriegst du halt eben auch nicht ganz einfach klein. Wenn er dann noch im Trick Room das Teil mit Offensivweste spielt, dann wird auch sein Spedef halt eben echt nicht schlecht sein. Das ist dann so ein bisschen so, als würde er irgend so ein, weiß ich nicht, Baby-Pokémon mit Evoliten halt eben spielen, um einfach nur alles wegzutanken. Nur, dass das Pokémon halt eben dann auch Schaden macht in Return. Hat halt eben auch nochmal einen relativ guten Movepool, würde ich sagen. Hat halt eben eine starke Erdbebenattacke, kriegt halt Step drauf. Bei 112 physischen Angriff ist das halt eben sehr brutal. Hat die Möglichkeit aber auch zum Beispiel gegen Flug-Pokémon Eisfang zu drücken. Hat die Möglichkeit gegen Pflanzen-Pokémon zum Beispiel auch Eisfang zu drücken, aber hat auch sowas wie Firefang unter anderem. Iron Head sollte er, glaube ich, auch haben. Also guck mal, da hast du schon mal direkt die vier Attacken, die du mit Offensivweste spielen kannst. Here we go. Wird halt sehr schwer auf jeden Fall. Und ansonsten kann er das auch einfach als Supporting-Pokémon immer spielen. Ich glaube, der hat sogar einen Gainer und ein Gainer ist halt eben dann auch ziemlich gut. Der könnte auch sowas spielen wie Curse Body Press oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass er das spielt, weil ich glaube nicht, dass das seine Wincon sein möchte. Er bräuchte auf der anderen Seite dann wahrscheinlich Redirection oder er ist so confident darin, dass ich nicht das Hypoteros attackiere, dass er dann irgendwie zwei Curse oder sowas rausbekommt, damit der Body Press viel Schaden macht. Aber wie gesagt, das glaube ich eher weniger. Als nächstes Pokémon in seinen Reihen ist direkt das nächste Supporting-Pokémon, nämlich Schlappohr. Schlappohr ist so dieses erste Pokémon, wovor ich große Panik habe, weil es auch zum Beispiel mit einem Mogelieb um die Ecke kommt. Hat aber halt eben auch nochmal eine ziemlich coole Strategie. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, Kentakio ist riesiger Freund dieser Strategie. Es hat ja die Fähigkeit Tollpatsch. Du hast also die Möglichkeit, auf dem Teil Trick oder ich glaube Switcheroo müsste der Angriff sein, von dem Switcheroo zu spielen mit der Offensivweste. Das hat halt eben die Wirkung, weil Tollpatsch ist halt eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass dein Pokémon mit der Fähigkeit keine Items benutzen kann. Also wird Offensivweste ja niemals getriggert, sozusagen in Anführungszeichen bei Schlappohr dann, sodass du halt eben Switcheroo einsetzen kannst und dann das einfach auf den Gegner traden kannst, zum Beispiel Supporting-gegnerisches Pokémon und auf einmal kann der gar keine Status-Attacken mehr einsetzen. Ja, ist halt eben auch eine ganz coole Strat gegen so Sachen wie beispielsweise Heijis Riolu, ne? Also Flo, wenn du das hier hörst, schreib mal auf oder so, weil Heiji spielt sowieso nie Angriffsmoves auf Riolu. Oder vielleicht gegen seinen Bämon unter anderem. Also sowas sind halt Pokémon, die davon sehr hardcore beeinträchtigt werden können. Und das Schlappohr bekommt das halt auch sehr, sehr schnell raus, weil das Teil halt eben 105er Base Speed hat. Und 105er Base Speed bedeutet, dass er diese Angriffe höchstwahrscheinlich als erstes rausbekommen kann. Hat dann auch nochmal andere coole Attacken, wie beispielsweise Cooler Augen. Ist eine sehr, sehr geile Supporting-Attacke hier. Hat außerdem noch den After-You-Move. After-You war ja etwas, was, wenn du das auf dein eigenes Pokémon beispielsweise einsetzt, direkt nach dem Einsatz von After-You greift halt eben dein eigenes Pokémon an. Sprich, er könnte nämlich beispielsweise, ich nehme jetzt einfach das Pferd wieder als Beispiel, weil das Pferd halt eben ziemlich langsam ist. Er könnte After You auf sein eigenes Pferd einsetzen und das Pferd greift direkt nach Schlappohr an. Ist also in Anführungszeichen dann wie so ein, ja, Trick Room würde ich es jetzt halt nicht bezeichnen, aber ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, wie ich das meine. Schlappohr hat gefühlt alle möglichen Supporting-Moves, die du irgendwie benötigst. Hat Charm beispielsweise, um den Angriff zu senken. Es hat zum Beispiel die Trugträne, um die Spezialverteidigung beim Gegner zu senken. Bei einem 105er Base Speed sind das sehr gute Attacken. Helping Hand. Weiß ich jetzt schon gar nicht, ob ich überhaupt Helping Hand schon gesagt hatte. Maybe habe ich das schon gesagt, aber ich kann mich daran jetzt nicht erinnern. Hat außerdem die Möglichkeit, Zwango zu spielen. Zwango ist auch eine ziemlich oder recht interessante Attacke. Wird, glaube ich, auch relativ häufig auf Schlappohr gespielt. Ich habe mich ja so ein bisschen darüber schlau gemacht, dass, was halt eben so Schlappohr, ne, wie es so gespielt wird auf der Ladder und so weiter. Das ist halt ziemlich cool, weil das Ziel dann eben die Fähigkeit bekommt, die Schlappohr halt eben hat. Da kannst du auch coole Sachen machen, mit unter anderem halt Tollpatsch, die Fähigkeit, weil dann der Gegner auf einmal, ja, seine
seine Items nicht mehr einsetzen kann, ne? Deswegen ist das halt eben auch eine ziemlich coole Attacke seinerseits. Ja, als nächstes Pokémon hier ist Fuzzasnob. Das Pokémon sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Fuzzasnob hat halt eben auch schon, ich kann das so ein bisschen kombinieren mit dem Pokémon, was da drunter kommt, mit Gigamax oder Gigadynamax, Entschuldigung, Machomai, eine coole Kombination. Denn Fuzzasnob ist halt ein Pokémon, was sehr von Crits einfach lebt. Das Pokémon spielst du gerne mit Scope-Linse und Superluck als Fähigkeit, was halt eben dann dazu führt, dass so Attacken wie beispielsweise Nachthieb, was das unter anderem hat, zu absolut 100% critten wird. Und es hat ja auch nochmal zum Beispiel mit einem Brave Bird, also ich sag's euch wirklich, wie es ist, 115er physischer Angriff auf Unpheasant, also auf das Fuzzasnob, plus ein Crit, plus Step, Sturzflug. Da schickst du wirklich nichts rein. Also wenn ich sage, da schickst du nichts rein, dann meine ich auch wirklich nichts. Da kannst du auch ein Pokémon reinschicken, was das Ganze zumindest auf Papier resistet, aber es wird dann trotzdem wahrscheinlich getushottet. Das ist halt wirklich so enorm stark, sage ich euch. Dann kann er aber auch theoretisch einen Tailwind darauf spielen. Also, aber das sehe ich eigentlich eher gar nicht. Sondern wenn er das Pokémon, wie gesagt, spielt, dann wird er das höchstwahrscheinlich sowas mit Scope-Linse und Superluck eben mitnehmen. Und dann einfach mit diesen typischen Attacken. Machst halt Nachthieb drauf, machst halt Sturzflug drauf. Maybe halt eben für die Coverage für zum Beispiel so Gesteins-Pokémon oder sowas kannst du irgendwie so Stahlflügel draufknallen. Maybe U-Turn drauf schießen, falls du halt irgendwie in die Dynamax reingehst und du irgendwie einen Max Flutterby oder sowas benötigst. Das kann ich mir halt eben vorstellen. Es hat außerdem halt eben, was ich auch ziemlich cool finde, den Scanner und nicht den Schutzschild, und wir alle wissen, Scanner ist besser als Schutzschild. Was also auch, wie gesagt, ziemlich cool ist. Aber so viel gibt es über das Pokémon dann auch wieder nicht zu erzählen. Aber es ist, wie gesagt, in einer guten Kombination mit dem Machomai, weil, wie gesagt, das Unpheasant lebt ja davon, dass es halt eben Crits rauscharged. Ein Gigadynamax Macholo wollte ich schon gerade sagen. Machomai sorgt dafür, dass halt eben, also durch diesen Gigadynamax-Move, dass halt eben die Pokémon-Attacken eine erhöhte Chance auf Crits sozusagen bekommen. Ich glaube, das müsste derselbe Effekt sein wie Energiefokus. Also wenn das Gigadynamax Machomai seinen Gigadynamax-Move einsetzt, haben die Pokémon, glaube ich, einen Energiefokus-Effekt. Ich weiß nicht, ob es Energiefokus war oder vielleicht was anderes, aber ich glaube, es war Energiefokus. Ja, zu Machomai gibt es eigentlich auch nicht so viel zu erzählen, außer dass das Pokémon einen relativ guten Movepool tatsächlich hat. Es hat außerdem die No-Guard-Fähigkeit, die halt eben dazu führt, dass einfach alle Attacken treffen. Deswegen kann man das Pokémon auch ziemlich gut dann mit diesem Dynamic Punch spielen. Was ja eigentlich ein Move ist, der nie trifft, ne, aber halt eben durch die No-Guard-Fähigkeit ziemlich häufig trifft. Er kann es aber halt eben auch mit Gut spielen plus Flame Orb ist eine gute Möglichkeit. Da machen seine Attacken einfach overall mehr Schaden. Dann spielt er wahrscheinlich nicht Dynamic Punch auf den drauf, sondern, I don't know, sowas wie Close Combat oder so, da hast du nicht gesehen. Kann aber halt eben auch, wie gesagt, aus einer großen Variety an Angriffen halt eben aussuchen, von Ice Punch hin über zur Stone Edge, zum Bullet Punch rüber. Es gibt so viele Attacken, die das Teil halt eben dann beherrschen kann. Ich glaube, das hat sogar eine Gift-Attacke. Ich weiß nicht, ob es P-Jab war oder Cross-Poison war. Eins von denen war es auf jeden Fall. Also kann dagegen auch nochmal was machen, wenn es halt gegen Feen-Pokémon ran muss, weil halt eben der Bullet Punch jetzt nicht der stärkste Move halt eben ist. Da willst du halt dann lieber die Poison-Attacke halt eben spielen. Also der kann wirklich auch sehr viel machen. Ist halt eben nur sehr langsam, aber da kommt es wieder ins Spiel, dass halt eben Cresselia hat, was eins der besten Trick Room-Setzer ist, weil es halt eben so fett ist, ich muss es so ausdrücken, und eigentlich immer den Trick Room rausbekommen kann. Also dieses Pokémon ist Lectragon. Lectragon, ja, ich sag's mal so, muss ich viel zu Lectragon erzählen, außer dass das Teil halt in der Dynamax echt unfassbar stark ist. Es hat die Hustle-Fähigkeit, kennen wir ja alle. Wir alle haben wahrscheinlich Angst, so im Singles mit dem Pokémon zu spielen und dann zu missen. Wir alle hassen es, irgendein Hustle-Mon zu spielen und dann halt eben zu missen. In der Dynamax wird das Ganze ja negiert. Du kriegst zwar den Hustle-Damage-Boost-Effekt, aber da die Dynamax-Attacken allesamt nicht verfehlen, wirst du halt eben kein Drawback daran haben, sondern hast einfach halt eben einen, ich weiß gar nicht, ist das ein Live-Orb dann an Schaden, den du mehr halt eben bekommst? Wenn er das Pokémon dann auch noch den Live-Orb drauf gibt, ja, dann könnt ihr euch halt eben schon vorstellen, was hier auf jeden Fall passieren wird. Das Lectragon hat halt eben auch schon in der Liga gezeigt gehabt, wie stark es halt eben ist. Ich glaube, das gehört somit zu den besten Killern für Flo, glaube ich, wenn mich hier alles täuscht. Und das halt eben auch aus gutem Grund. Das Teil ist halt auch sau gut, wenn es halt eben im Tailwind gespielt wird. Das Teil habe ich aber auch schon mal im Trick Room gesehen, aber dann halt eben nur mit Room Service, sodass es dann auf jeden Fall langsamer ist. Oder halt eben Eisenkugel, was dir halt eben lieber ist. Kannst du aber auch theoretisch mit Sandbrush spielen. Also er hat ja die Möglichkeit, den Sand rauszubringen mit Tibuteros und kann das dann mit dem Pokémon halt eben zusammen kombinieren. Es gibt welche, die sagen so, okay, das wird er wahrscheinlich niemals bringen, weil dann einfach Dracozolt die Durchschlagskraft fehlt. Aber ich kann es durchaus sehen, dass er das maybe mal mitspielt, wenn er zum Beispiel einfach nur auf Boltbeak zurückgreifen möchte und das Pokémon vielleicht nicht Dynamaxen möchte. Ob er das jemals machen wird, ist gut, also ist fraglich sehr auf jeden Fall. Aber
er hat zumindest die Möglichkeit, das halt eben zu spielen. Kann aber auch rein theoretisch seinen Milotic mit diesem Pokémon schützen, weil es halt zum Beispiel einen Volt-Absorber hat oder so. Aber ich glaube, das wird halt eher eine Fähigkeit sein, die auf. Also das werden wir wahrscheinlich niemals bei ihm halt eben sehen. Ja, ansonsten, das Pokémon hat halt einen brachialen Angriff dann durch die Hustle-Fähigkeit. Mit dem Boltbeak dann halt eben noch in Kombination, ne, böllert das halt eben wie sonst was rein. Kann auch Max Airstream drücken, weil es halt Aerial Ace beispielsweise hat. Hat aber auch zum saustarke Drachenattacken natürlich sowas wie Outrage, Dragonclaw. Brauche ich glaube ich keinem erzählen. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht einfach irgendwelche Stahl-Pokémon oder so dagegen einsetzt. Weil das hat dann nochmal die Feuerattacken, wie zum Beispiel, ich glaube, Feuerzahn hat es auf jeden Fall und Fireblast. Also man kann es halt eben auch gut mixed spielen, sieht man auch nicht so wirklich selten. Ist halt auch eine Möglichkeit, die halt dem Tier mitbringen kann. Als nächstes Pokémon ist Durengard, ein sehr interessantes Pokémon. Man geht ja davon aus, Durengard wahrscheinlich ein saustarkes Pokémon, aber ich glaube in der NPBL hat das Pokémon auch gezeigt, dass es eigentlich ziemlich balanced ist, also in beiden Ligen. Ich glaube in Singles müsste das Venikron haben und der hat es ja auch irgendwie in Anführungszeichen kaum mitgebracht, aber es war halt noch nicht so brachial stark, wie vielleicht jeder denkt, wie Durengard eigentlich ist, vor allem im Singles. Und im Doubles hat es halt eben bisher auch genau das halt eben gezeigt. Die Problematik ist halt eben, das Pokémon willst du nie Dynamaxen, weil es halt eben dann King Shield verliert. Bedeutet also, der ist dann ständig in dieser Angriffsform und hat halt einfach, ich glaube, 50 Defensive. Also 50-50 mit irgendwie 50 HP oder 60 HP oder sowas war das. Dann tankt er halt wirklich gar nichts. Also dann tankt er wirklich nichts. Ich reg mich ja die ganze Zeit darüber auf, dass mein Gengar eine absolute Glaskanone ist. Das Durengard ist halt auch nochmal eine ganz andere Liga, was so glaskanonenmäßig angeht. Vor allem, weil es halt sau langsam ist. Deswegen willst du es halt eigentlich niemals Dynamaxen. Das gibt dem Pokémon natürlich so ein bisschen die Stärke weg. Aber auch Non-Dynamax macht das Pokémon sehr viel. Es muss halt eben immer nur in die richtige Situation reinkommen. Es ist sehr viel Positioning, hat das sehr viel mit Positioning zu tun. Weil wenn der Gegner schneller ist als du und du jetzt zum Beispiel auf Sacred Sword gehst oder sowas, ne, du verlierst halt eben dein King Shield und so, ist der Gegner dann schneller, greift er dich halt eben an, bevor du King Shield drückst. Ist aber eine absolute, hundertprozentige Maßnahme. Du musst King Shield auf diesem Teil eigentlich drauf spielen, weil wenn du schon nicht Dynamax, dann musst du es halt zumindest, wenn es Non-Dynamax dasteht, angreifen, King Shield, angreifen, King Shield. Ja, deswegen geht immer auch so eine Runde verloren. Deswegen ist das Pokémon halt einfach nicht so zu 100% das beste Pokémon. Aber wir kennen die Stärke von dem Teil. Step Stahl, Step Geist, sau, sau nice, sau, sau stark auf jeden Fall. Und die beiden Steps reichen eigentlich aus für halt eben die meisten Teams. Als nächste Pokémon und das letzte Pokémon hier in seinem Team ist das Geronimatz. Geronimatz, da gab es eine sehr, sehr lustige Situation im Stream auf jeden Fall, wo er entgegen seines Livestreams einfach komplett freischnauze von sich selber aus gesagt hat, was er hier picken wird. Er wollte eigentlich unbedingt ein Unlicht-Pokémon haben, hat sich dann aber am Ende dazu entschieden, ein Pokémon aus seinem Logo zu nehmen, was halt Geronimatz geworden ist. Ich find's cool, ist halt so ein Meme-Pick, aber Geronimatz sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich glaube, den meisten Leuten fällt das auch auf, wenn sie halt eben gegen Nestro am Kalken sind. Weil ich glaube, dann fällt den Leuten auch auf, wie stark das Vieh eigentlich ist, weil es halt auch Hustle hat. Er möchte also unbedingt gerne Attacken missen, hat sowohl auf Dracozolt Hustle als auch auf Geronimatz Hustle, was spricht halt eben für sich, würde ich sagen. Hat zwar nur, in Anführungszeichen, nur 80 physischen Angriff, wird aber, wie gesagt, halt eben komplett wieder geboostet durch den Hustle, durch diese Hustle-Fähigkeit. Dann kriegt er halt noch Brave Bird da drauf. Reicht halt eigentlich schon aus. Mehr brauche ich euch gar nicht erzählen. Weil wenn er Step Brave Bird einsetzt, er ist nicht sonderlich schnell. Wenn er aber in der Dynamax drin ist, kann er wohl den einen oder anderen Move tanken. Vor allem, wenn er dann halt sowieso den Evoliten draufträgt. Tankt er dann sowieso halt eben einen Move. Kann dann Max Airstream halt eben drücken. Der böllert dann halt, macht ihn auf plus 1. Der ist dann wahrscheinlich schneller als sein gesamtes Team. Und knallt dann halt die ganze Zeit weiter Max Airstreams wie ein Irrer. Weil es macht ja am meisten Schaden. Ja, also das Pokémon soll man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Job eigentlich getan, das Pokémon im Kalk zumindest wirklich sehr zu erwirtschaften. Nee, erwirtschaften ist das falsche Wort. Zumindest Detektivarbeit zu spielen. Ich habe wirklich einen Schock gekriegt. Ich bin in den Kalk reingegangen, habe durch meine gesamten Pokémon durchgekalkt und ich dachte mir nur so, holy Macaroni. Also wenn das Teil macht, was es halt eben machen möchte, dann, sage ich euch, Polen ist offen. Aber darum geht's gar nicht. Wir machen jetzt nämlich weiter, aber bevor ich hier weitermache mit meinem Team, was ich aufgebaut habe, ich mag diese Zwischenszenen, wenn ich so ein bisschen über die Tabelle, über die Killrangliste und hast nicht gesehen, halt eben sprechen kann. Von daher komme ich eben ganz schnell auf die halt eben auch zu sprechen. Dafür, ne, hier ganz professionell, alles weg, alles aus. Jetzt seht ihr Darkness, keine Sorge, das Licht geht gleich wieder an. Ping! Hier ist es nämlich wieder an. Wir sehen hier die Tabelle. Und genau das, was ich euch vorhin halt eben schon erzählt habe, Nestflo thront auf Platz Nummer 1 momentan. Der Junge hat es geschafft, 12 Siege aus 6 Spieltagen zu holen. Das bedeutet gar keine Niederlage bisher. Und in diesen 6 Spieltagen hat er nur 3
Zwischenniederlagen geholt. Ist auch krass von Denzel, dass er das halt eben geschafft hat, aber Denzel hat auch schon eine Season MPBL Doubles Liga hinter sich. Nestroad, für ihn ist das die allererste Liga. Er überrascht, denke ich mal, uns alle. Wir suchen uns immer noch einen würdigen Konkurrenten, der ihn halt irgendwie stoppen kann. Ich hoffe, ich bin's diesmal. Ich möchte ihn unbedingt den Tag versauern. Wahrscheinlich kriege ich jetzt absolut Karma und verliere nur wegen dieser Aussage. Mal gucken, was passieren wird. Nee, aber Nestflo momentan wirklich sehr, sehr stark halt eben mit dabei. Wir sind momentan auf Platz 4. Also ganz ehrlich, mega stark dabei. Ich habe die letzten Spieltage jetzt erstmal verloren. Spoiler, Spoiler, aber sollte eigentlich kein Spoiler mehr sein. Ich habe die letzten Spieltage jetzt zwar verloren, residiere aber immer noch auf Platz 4, was ich sehr, sehr stark meinerseits finde. Wenn ich mir halt eben überlege, meine Motivation für diese Season war es sowieso, wieder in die Playoffs reinzukommen, wie letzte Season. Und es läuft gerade sehr, sehr gut. Wenn ich an letzte Season nochmal zurückdenke, bin ich immer hier unten so Platz 8, 9 sozusagen rumgeschwirrt. Manchmal Platz 7, 6 und so weiter. Und da war es halt am Ende ein sehr hitziger Kampf hier um die Playoffs-Kämpfe. Jetzt auf Platz 4. Ich lasse mir auf jeden Fall gut gehen. Gefällt mir sehr gut und ich bin auch sehr stolz auf meine Leistung. Ich sitze hier auf minus 1 Differenz. Okay, geht auf jeden Fall besser. Ist ausbaufähig oder ausbauwürdig auf jeden Fall. Möchte ich auch gar nicht abstreiten. Aber die Season ist ja noch lange nicht vorbei. In der Killrangliste gehen wir auch im ganz kurz halt im Team mit rein. Da sehen wir es auch schon. Ich habe es im letzten Teambuilding auch schon gesagt gehabt, das Mimikma hört nicht auf. Was ist passiert im letzten Spieltag? Das Mimikma hört nicht auf. Der ist bei 29 Kills mittlerweile. 29 Kills! Wer erlaubt ihm das eigentlich die ganze Zeit? Was machen die Gegner eigentlich, dass sie den halt eben nicht stoppen? Das ist wirklich brutal. Der hat eine Quote von fast 66%. Das bedeutet halt, in jedem Zwischenmatch killt er zu 66% aller Gegner, die dort halt eben dann in diesem Zwischenmatch eingesetzt werden. Das ist halt wirklich brachial. Das ist so, so unfassbar stark. Also da müssen wir echt alle mal aufpassen. Und wenn ich mal ganz kurz reinschaue, wo so meine Pokémon rumschwimmen. Ja, schwimmen ist auch ein ganz gutes Stichwort. Hier haben wir zum Beispiel Zumpex. Arcani hat sich ganz weit hochgeknallt. Vor allem durch das letzte, durch den letzten Match auf jeden Fall. Durch das letzte Match. Im Kampf gegen Paik. So einfach ausgedrückt. Hat Arcani ja nochmal Kills geholt. Hat sich also auch wieder nach oben gekämpft. Da, wo Arcani jetzt auch so ein bisschen mehr hingehört. Dort, wo du eher an Arcani halt eben zu erwarten hast, als irgendwo ganz unten. Und so langsam hier unten kommen auch die anderen, so wie Rotom mal hochgeflogen oder hier Regidrago aus seinem Drachenloch kommt hier halt eben hochgelaufen. Also es gefällt mir sehr gut, wie das hier auch von meinem Pokémon aus verteilt ist, aber hier oben, da müssen wir unbedingt mal was machen, Leute. Auch was hier G-Max, Libalo und Libalo an sich halt eben angeht. Vor allem Libalo, Alter. Die beiden Pokémon. Aber hier sehen wir es ja auch schon, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Lectragon von meinem Gegner mit 15 Kills da auf Platz 4 momentan oben. 34%ige Quote. Das ist halt wirklich saustark. Und hier ein bisschen weiter unten kommt halt eben auch schon das G-Max Machomai mit 9 Kills tatsächlich schon. Es hat halt eben auch schon seinen Work gemacht. Und weil ich ja kurz darauf zu sprechen gekommen bin, dass man halt eben Bundlebee auch ganz gut mal offensiv spielen kann, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Bundlebee hat einfach 9 Kills. Bundlebee hat 9 Kills. Das ist auch ziemlich krass. Es hat immer irgendwie so den letzten Chip-Damage gemacht, um den Gegner zu killen. Aber ich habe auch ein paar Kämpfe gesehen gehabt, wo das Teil auch irgendwie den Gegner getushottet hatte. Und ich glaube, so Pokémon wie zum Beispiel mein Malamar, also mein Calamanero, wird gewone-shottet von dem Teil. Also der kann sich noch viel mehr Kills holen, wenn er es möchte. Aber naja, so viel halt eben hierzu. Ich finde das immer ganz spannend, halt eben das hier nochmal irgendwie so einen Zwischenblick halt eben nochmal zu bekommen. Falls ihr euch das Ganze selbst anschauen wollt, nochmal durch die gesamte Killliste hier durchscrollen wollt und so. Ihr wisst hoffentlich darüber Bescheid. Die Links befinden sich natürlich in der Videobeschreibung. So, auf geht's jetzt. Jetzt geht's wieder kurz in die Dunkelheit. Ich mache euch den Hintergrund kurz an. Hier, sehr schön. Denn jetzt kommen wir halt eben zu meinem Team, was ich aufgebaut habe. Jetzt eigentlich zu dem spannendsten Teil, glaube ich, des Videos, was immer irgendwie am kürzesten ist, aber was auch immer ziemlich spät kommt, egal. Und zwar geht es jetzt hier um mein Team. Was habe ich mir gegen Flo überlegt? Mir ist aufgefallen gegen Flo, dass es so ein paar Pokémon gibt, die hier echt ein ziemlich gutes Spiel gegen ihn haben. Ich fange aber jetzt einfach mal mit dem ersten Pokémon an, ohne irgendwie groß zu spoilern, was für ein Pokémon das ist, was das beste Spiel gegen ihn hat. Ich fange nämlich an mit Elfun. Elfun ist wieder mit dabei, mein Supporting-Pokémon Nummer 1. Gefühlt bringe ich das Pokémon sowieso schon, weiß ich nicht, jeden Spieltag jetzt mit mittlerweile, aber einfach auch, weil ich so ein bisschen mehr, also nicht Potenzial, ich wusste von Anfang an, wie gut Elfun ist, aber jetzt so, auch wenn ich durch die Kalks durchgehe und ich mal so gucke, wenn zum Beispiel ein Fake Tears auf den Gegner gesetzt wird, was das Teil eigentlich mit dem Gegner macht, wenn ich das halt eben so machen lasse, und deswegen nehme ich das jetzt immer mit. Es hat auch eine große Variation ist das richtige Wort, an Angriffen, die es halt einsetzen kann. Es ist einfach ein fabelhaftes Pokémon. Es macht sehr viel Spaß, dieses Pokémon gegen den Gegner vorzubereiten. Elfun mit den Attacken Mondgewalt, Spaßkanone, Bizarro-Raum und Schutzschild. Ja, ich weiß, jetzt sieht man hier den Bizarro-Raum, den ich ja groß angepriesen habe bei Flo selber, weil er halt eben Cresselia hat, dass es raussetzen kann. Polaros kann davon profitieren, ein Machomai kann davon profitieren. Was hat er sonst noch so für Pokémon? Es sind auf jeden Fall ein paar Pokémon, die in seinem Team das auf jeden Fall
gut tun, wenn er halt Bizarro-Raum drauf spielt. Ich bringe es aber für mich selber mit, weil ich habe halt eben eine ziemlich gute Counter-Strategie gefunden, die funktioniert, selbst wenn Bizarro-Raum draußen ist und sein Pferd auf dem Feld halt eben steht, weil ich habe einen ziemlich guten Counter für das Pferdchen. Und Schutschel am Ende halt noch, weil er halt Pokémon mit Mogelieb, zum Beispiel halt eben ein Schlappohr. Und mein Elfhuhn freut sich überhaupt nicht über ein Mogelieb. Sowohl der Sash wird damit gebrochen, als auch ein Turn, den ich zum Beispiel für Spaßkanone, Bizarro-Raum oder Mondgewalt einsetzen kann. Ja, man sieht auch schon so ein bisschen an dieser Verteilung, was zum Beispiel die EVs halt eben angeht, so mit 252 KP, 172 tatsächlich im Spezialangriff, nicht im Angriff, Mann. Es ist wirklich obligatorisch, ne? Gefühlt in jedem Teambuilding gibt es immer einen Fehler von mir, immer einen Fehler. Wenn ich das Ganze erstelle hier in Photoshop, gibt es immer einen minimalen Fehler. Und das ist immer irgendwas richtig Kleines. Jetzt steht da nicht Spezialangriff, sondern steht da ganz normaler Angriff. Irgendwann, also ich kriege wirklich Hasstiraden, ne? wenn ich das immer jedes Mal hier erlebe und so. Naja, aber daran sieht man halt, vor allem weil es auch modest ist, kommt er auf 130 Spezialangriff, was schon mal ein recht mächtiger Spezialangriff ist, zumindest für ein Supporting-Pokémon, hat sich aber auch immer ganz gut bewährt, weil denn der Moonblast auch wirklich immer ziemlich, ziemlich guten Schaden gemacht hat. Zumindest hat das immer wieder, wie gesagt, die Erfahrung halt eben gezeigt. Und wir sehen halt eben 84 in der Initiative. Für mich war es halt eben wichtig, dass ich auf jeden Fall ein Fullspeed, Fragezeichen, Fullspeed? War das ein Fullspeed-Milotic? Ich wollte auf jeden Fall Milotic halt eben outspeeden. Und das habe ich halt eben versucht dann halt mit diesem EV zu erreichen. Aber ich glaube, das war ein Fullspeed-Milotic, falls er das spielen sollte. Outspeede ich trotzdem noch mit Elfhuhn. Deswegen halt eben die 84 und beim Rest habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, packe ich das in den Spezialangriff rein. Weil das Elfhuhn trägt eh einen Sash. Es ist sowieso also bei mir eingeplant, dass das Teil auf den Sash runtergebrochen wird. Von daher brauche ich da nicht irgendwas in die Defensivwerte reinkloppen. Dann soll das Teil einfach mehr Schaden machen mit Mondgewalt. Spaßkanone ist auch ein ziemlich cooler Move, weil Spaßkanone vor allen Dingen so ein Pokémon wie Lectragon eindämmen kann. Ich schaffe es ja durch die Prankster-Ability sowieso, Priorität darauf zu bekommen. Ich werde immer vor Lectragon diesen Move einsetzen können, außer er drückt Schutzschild. Und dann wird das Lectragon auf minus 1 Angriff stehen und auf minus 1 Verteidigung. Wer Spaßkanone nämlich nicht kennt, minus 1 Angriff, minus 1 Verteidigung. Das kriegt aber halt eben durch Pranks seine Priorität. Das heißt also, sein Lectragon macht kaum Schaden, was sehr wichtig ist, weil durch die Hustle-Fähigkeit und so macht es halt viel zu viel Schaden. Das ist aber auch gut gegen zum Beispiel sein Durengard, ist auch gut gegen sein Machomai auf jeden Fall. Hippoterus ist es auch ziemlich gut und gegen sein Pferd ist das auch enorm gut, weil das Teil hat einen viel zu hohen physischen Angriffswert, genauso wie physische Verteidigung, und das beides halt eben mit Spaßkanone dämmen zu können, ist halt sau, sau wichtig und entscheidend. Ist auch eins dieser Möglichkeiten in meinem Plan, halt trotzdem Bizarro-Raum zu spielen, obwohl er das Pferd halt hat, Spaßkanone nämlich gegen das Pferd einzusetzen, damit das Pferd halt, ja, einfach von der Spaßkanone so ein bisschen halt in Schach gehalten wird. Und Bizarro-Raum, da... Nein, da steht Biraro-Raum. Nee, doch, nee, gar nicht. Doch nicht wahr. Ich habe das so falsch gesehen. Oh Gott, ich sehe schon Fehler, die gar nicht da sind und so, weil ich halt weiß, dass ich immer so kleine Fehler hier mache. Ich dachte nämlich, das ist ein R und kein Z. Aber ich sehe es auch relativ klein auf dem OBS-Vorschaufenster. Nicht so wie ihr wahrscheinlich und auch nicht verarbeitet und sowas. Egal, komm. Bizarro-Raum. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon vorstellen, hier kommen Pokémon bei mir mit, die im Bizarro-Raum halt eben gut sind. Deswegen komme ich auch schon direkt zum zweiten Pokémon, das davon profitieren soll. Und zwar ist es Cavalanzas. Cavalanzas. Ich möchte es so sagen, wie es ist, ist das allerbeste Pokémon gegen Flo. Ich sage es hier so, wie es ist, das ist das allerbeste Pokémon gegen Flo. Flo hat fast gar nichts gegen das Teil auszurichten. Ich erkläre euch mal halt eben wieso. Zunächst einmal ist Cavalanzas unfassbar langsam. Selbst im Trick Room wird sein Pferd niemals mein Cavalanzas outspeeden. Außer spielt Eisenkugel auf seinem Pferd. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Flo ist verrückt, ja. Aber der ist nicht so verrückt, dass er auf die Idee kommt, Eisenkugel auf seinem Pferd zu spielen. Never. Hör auf, macht er auf gar keinen Fall. Selbst wenn er es schafft und das Pferd ist schneller, macht er mir sogar kaum Schaden gegen Cavalanzas, weil es hat halt einen übelst riesigen physischen Verteidigungswert, relativ guten KP-Wert, den ich sowieso nochmal geboostet habe durch die 252, die ich in die KP reingesetzt habe. Und ich komme dann halt eben... Guckt euch die Angriffe an von Cavalanzas. Guckt euch die Angriffe an von Cavalanzas. Also da wird auch wirklich der Hund in der Pfanne verrückt, ne? Hast du schon mal ein Cavalanzas gesehen mit Erdkräfte, Hydropumpe, Eisstrahl, Antikraft? Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also warum steht denn das da bei Cavalanzas? Warum, Cavalanzas, auf welche Ideen kommst du denn hier bitte? Das sind nicht deine Moves. Du bist kein Sumpex. Moment. Ich werde das Ganze jetzt hier... Kann ich das irgendwie... Gibt's die Möglichkeit... Ich rette das für euch. Hier live, gerade im Video, werde ich das jetzt für euch retten. Okay, passt mal auf. Das lasse ich hier nicht weiter auf mich sitzen. Weiß nicht, liegt's an der Nervosität? Wobei, man muss sagen, ich nehme jetzt auch gleich den Kampf halt eben schon gegen Flo auf. Also von daher kann das auch daher halt eben kommen, weil ich dann recht schnell noch
das Team, ja, also das Team hier fertig machen musste für halt eben die Team, für das Teambuilding halt. So, mein Gott, Marcel versucht irgendwie Deutsch hinzubekommen. Und deswegen kann es auch wahrscheinlich sein, dass hier Flüchtigkeitsfehler sind. Flüchtigkeitsfehler. Jetzt packe ich euch das nämlich rein. Keine Sorge, I got you. Und zwar Cavalanzas. Das ist jetzt richtig schlecht, einfach gecroppt aus Pokémon Showdown. Das packe ich nämlich jetzt hier einfach rüber. So. Kann ich das noch größer machen, sodass es hier alles bedeckt? Jawohl, sehr schön. Ich weiß gar nicht, hier war nie ein Fehler. Ich weiß gar nicht, von welchem Fehler ihr überhaupt sprecht, hallo? Hat man noch von Anfang an gesehen, wie ich das Teil halt eben hier spiele. Mit Iron Head, Mega Horn, Drill Run und Protect. Hat man noch sofort gesehen. Die Angriffe reichen tatsächlich gegen sein gesamtes Team aus. Alle Angriffe reichen gegen wirklich alles halt eben aus. Und ich sage euch, ein Step Iron Head in der Dynamax von einem Cavalanzas, was auf, ich glaube, 205, das, die sind alle Level 50, die Pokémon, 205 physischen Angriff kommt, da switchst du wirklich nichts rein. Auch sein Pferd nimmt davon sehr viel. Die Sache ist nur, wenn dann halt Weakness Policy kommt und dann ein Icicle Crash kommt, macht das auch wieder viel Schaden. Wir tanken es aber glücklicherweise, sind in der nächsten Runde dann halt eben wieder schneller im Trick Room, können dann wieder Iron Head einsetzen, also Max Steel Spike, und das Pferdchen ist draußen, was halt sehr gut ist. Die Ockerberry, um jetzt halt eben nochmal darauf zu sprechen zu kommen, warum das Teil das stärkste Pokémon gegen sein gesamtes Team ist, schaut euch seine Feuer-Coverage an. Er hat kein Feuer-Pokémon in seinem Team, kriegt also auf... Boah, da muss ich kurz ausstoßen. Lecko mio, heute ist aber auch wirklich alles, hier ist der Wurm drin. Ich habe schon keine Lust mehr auf den Kampf. Er hat halt eben kein Feuer-Pokémon in seinem Team, was bedeutet, dass er keinen Step-Feuer-Move auf meinen Cavalanzas drauf bekommt, was man schon mal sehr gerne mitnimmt. Hat dann einfach nur die Feuer-Coverage auf Hypoteros mit Firefang. Gut, ist halt ein physischer Move, sagt mein Cavalanzas eigentlich auch eher Dankeschön. Vor allem, weil der Hypoteros höchstwahrscheinlich nicht Dynamaxen wird und nicht in der Dynamax stecke, macht das nicht viel Schaden. Vor allen Dingen durch die Ockerberry macht das wirklich nichtigen Schaden. Ich werde geheilt fast schon. Machomai mit Feuerschlag macht schon ein bisschen mehr Schaden. Vor allen Dingen, wenn er in der Dynamax ist und crittet, tut das schon gut weh. Aber durch die Ockerberry macht das so circa 50% Schaden. Tank ich also noch recht gut weg. Und dann gibt es noch Electragon, Pokémon, was halt Feuerzahn drauf haben kann, aber auch Feuersturm. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, der macht, wenn er Max Flair drückt mit Feuersturm und das Teil auch irgendwie Mix spielt mit Life Orb, glaube ich, 60% Schaden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was nicht wenig ist, aber was ich halt zumindest wegtanken kann. Und im Gegenzug drücke ich dann einfach Max Quake und dann ist halt eben sein Electragon weg. Ansonsten hat er keine einzige andere Feuer-Coverage. Das bedeutet, er hat sonst keinen sehr effektiven Move gegen meinen Cavalanzas. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Deswegen ist das Pokémon halt das Stärkste, wie ich zumindest finde. Vor allem, weil, wie gesagt, Iron Head, Mega Horn und Drill Run einfach absolut ausreicht. Ich habe Protect eigentlich nur mit da drauf. Ja, eigentlich ist halt ein Move so, den kannst du immer irgendwie draufklatschen. Ich wusste nicht, was ich als letztes draufpacken soll. Also habe ich mich einfach für Protect halt eben entschieden. Das dritte Pokémon hier aus dem Team ist auch wieder ein Pokémon, was davon profitieren kann. Das Pokémon ist nämlich Zumpex. Diesmal mit den richtigen Moves, keine Sorge. Das sind hier alles richtige Moves. Zumpex hier mit den Attacken, Aqua-Durchstoß, Pferdestärke, Durchbruch, Schutzschild. Wir sehen's, das Pokémon ist sowohl recht defensiv mit 207 KP, aber auch sehr offensiv mit Adamant 252 in den Angriff reingesetzt. Auch das Pokémon profitiert sehr gut von Trick Room. Das Pokémon ist halt eben auch nochmal mit einem Initiative-Minuswesen ausgeschmückt, so wie es bei Cavalanzas halt eben auch der Fall war. Damit, mit diesen 66 Initiativenpunkten, outspeede ich halt einen Hypoteros im Trick Room. Was anderes kann ich nicht outspeeden im Trick Room. Von daher habe ich halt eben die EVs dann so verteilt, dass ich auf 66 Initiative gekommen bin. Einfach weil, ja, warum denn nicht? Vielleicht spielt er auf seinem Pferd ja Initiative-Investment, wer weiß das schon. Und wenn ich dann irgendwie wirklich voll Minus-Initiative gehen sollte und Trick Room nicht draußen ist, ist das Pferd auf einmal schneller. Und ach, das will ich alles gar nicht eingehen. Von daher habe ich mich einfach dafür entschieden. Aqua-Durchstoß, Pferdestärke, beides Attacken, die auch wieder ziemlich gut ausreichen gegen sein gesamtes Team tatsächlich. Das sind Attacken, die tatsächlich ziemlich gut ausreichen, weil es alles zumindest neutral trifft mindestens. Durchbruch ist mit dabei, falls er sowas spielt wie Screens auf seinem Bumblebee, was ich mir gut vorstellen kann, dass er das machen möchte. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er keinen Bock hat auf meinen Regidrago und deswegen wirklich Lichtschild auf Bumblebee spielt. Bumblebee halt eben leadet, um dann halt eben dann auch wahrscheinlich Lichtschild rauszubekommen und so, weil sein Bumblebee das sowieso tankt und damit halt eben sein Partner-Pokémon nicht so viel Schaden dagegen bekommt. Deswegen habe ich hier Durchbruch drauf, damit mich einfach Screens nicht nerven und Schutzschild am Ende, weil ich halt nicht wusste, was ich da sonst noch hinpacken soll. Und jetzt direkt der nächste Punkt. Zumpex ist auch das beste Pokémon gegen sein Team. Schaut euch sein Team an, schaut euch Zumpex an. Zumpex hat als einzige Schwäche Pflanze. Ist natürlich vierfach effektiv, was nochmal sehr brutal ist. Aber schaut euch mal seine Pflanzen-Coverage in seinem Team an. Ja, eine. Er hat einen Bundlebee mit Energieball. Mehr hat er nicht.
Er hat Bundlebee mit Energieball und das war's. Das heißt, er kann nur mit Bundlebee meinen Sumpex effektiv treffen. Deswegen ist die Rindleberry da drauf, weil er Bundlebee damit halt eben so... Ich weiß nicht, wie er es halt eben spielen wird. Wenn er das Teil halt normal supportive spielen wird, macht er so 35-40%, glaube ich, war das. Wenn er es offensiv spielt, kommt er auch an 60% und so ran, aber... Zumindest tanke ich das Ganze und Liquidation nimmt halt eben das Bundlebee raus. Wobei ich halt eben eher denke, dass er Sash drauf spielt, also wird er mit einem KP überleben. Aber falls es halt eben nicht tut, nehme ich ihn halt eben dann zumindest halt eben raus. Und die anderen Attacken, wie gesagt, die reichen halt eben auch aus gegen sein gesamtes Team. Das nächste Pokémon hier in den Reihen ist kein Pokémon, was vom Trick Room profitiert, aber trotzdem ein sehr starkes Pokémon ist, was ich auch schon des Öfteren dabei hatte, auch mit Specs. Man sieht es hier, Tobots nämlich. Tobots ein Pokémon, was auch ziemlich gut Work gemacht hat, wenn ich es halt eben mit Specs gespielt habe. Die einzige Problematik, die sich mir immer stellte, war halt, in welchen Move locke ich mich. Ich bin noch nicht so wirklich warm geworden damit, ein Pokémon zu locken in einen Move mit Choice Specs, also auch bei Tobots nicht, auch wenn es schon Kills geholt hat. Ich gehe das Ganze aber nochmal ein, vielleicht werde ich ja noch warm damit, aber ich will einfach, dass das Tobots brachialen Schaden gegen sein Team macht. Wir haben hier 194 Spezialangriff, Modest ist das Teil, ja, es ist fucking Modest das Teil, mit Choice Specs. Wisst ihr, wie brutal ein Psychic von dem Teil ist? Das ist so unfassbar stark, das konnte ich nicht missen, ich musste das Ganze mitnehmen. Flammenwurf ist mit dabei, Flammenwurf ist halt etwas, was Bundlebee sehr effektiv trifft, was das Pferd sehr effektiv trifft, was für mich das Wichtigste war, trifft aber halt eben auch noch einen Durengard sehr effektiv, dafür habe ich aber auch zum Beispiel einen Spukball, der aber primär dafür da ist, um ein Cresselia sehr effektiv zu treffen, weil ein Cresselia unendlich bulky ist, ne, und irgendwie muss ich das Teil halt irgendwie klein bekommen. Und Energieball ist damit drauf, damit ich Milotic und Hippoteros effektiv treffen kann, weil das durchaus Pokémon sein könnten, die ich halt eben gegen mich sehe. Zumindest, also, okay, weil ich das gerade eben nicht gesagt habe, als ich durch die Pokémon des Gegners durchgegangen bin, Milotic wird ein Pokémon sein, was ich absolut safe sehe. Milotic sehe ich als sehr starkes Pokémon gegen mein Team halt eben ein. Also, wirklich. Er könnte vielleicht Angst haben vor meinem Rotom Wirbel, ne, könnte natürlich eine berechtigte Gefahr sein seinerseits, hat aber dann halt eben einen Arktilas da stehen. Hat aber auch nochmal theoretisch ein Lectragon da stehen, weil eine Drachenattacke nimmt mein Rotom halt auch nicht so wirklich gerne. Ein Rotom freut sich auch nicht über Durengard. Ein Rotom freut sich auch überhaupt nicht gegen Cresselia, weil Cresselia einfach alles wegsteckt. Also ich glaube, Milotic sehe ich halt sowieso extrem safe. Dann sehe ich halt noch Lectragon gegen mich. Theoretisch so irgendwie, weiß ich nicht, Trick Room Möglichkeit mit dem Pferd, maybe. Weiß aber nicht, ob er das riskieren möchte, weil ich halt einen Cavalanzas habe. Glaube ich also eher weniger, aber overall ist halt eben auch dieses Eispferd sehr gut gegen mein Team, also wahrscheinlich lässt er sich da irgendwas überlegen oder denkt sich halt eben so, ach fuck it, ich mach's einfach trotzdem Trick Room, hoffe er nimmt Cavalanzas nicht mit. Also das sind die Pokémon, die ich safe sehe. Schlappohr sehe ich auch noch, einfach nur wegen dem Mogleep. Da habe ich jetzt gerade irgendwie, weiß nicht, ist mein Handyglas jetzt zersprungen? Nee, ist es nicht, glücklicherweise, ich habe es irgendwie gerade gegen meinen Tisch geknallt, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Schlappohr möchte er, glaube ich, safe mitnehmen, einfach um Mogleep zu haben gegen mein Elfhuhn und um das halt eben zu stoppen mit zum Beispiel sowas wie Switcheroo, I guess. Könnte ja unter anderem passieren. Nee, aber Tobots halt dann ein Pokémon, was auch gegen Milotic sehr viel Schaden macht mit dem Energieball Specs halt eben. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das fünfte Pokémon hier in meinem Team wird dann wieder ein Pokémon sein, was erstmal vor meinem Cavalanzas hier verdeckt wird. Warte mal, das mache ich mal so. Ah, das sieht nicht so schön aus, ne? Ah, ist doch scheißegal. Komm, wir machen es jetzt einfach so. Gengar nämlich. Ich nehme G-Max Gengar wieder mit. Ich gebe dem Pokémon, glaube ich, zu wenig Liebe. Ich wurde privat angeschrieben auf Discord. Das ist so eins dieser Gründe, warum ich das Pokémon wirklich mitgenommen habe. Aus Trotz. Weil ich wurde angeschrieben privat auf Discord. Und dann hat mir jemand gesagt gehabt so, du nimmst zu wenig Gengar mit. Also in die Kämpfe. Ich nehme ja das Pokémon schon mit in meinen Team. Buildings, aber ich nehme es dann im Kampf irgendwie nicht mit oder ich nehme es halt irgendwie nicht effektiv mit und einfach nur aus Trotz und weil ich gesehen habe, dass das Pokémon gut gegen sein Team natürlich funktioniert, sonst hätte ich es auf jeden Fall nicht mitgenommen, habe ich dazu entschieden, ich nehme Gengar einfach mit. Warum denn eigentlich auch nicht? Gengar ist eigentlich overall ein sau cooles und starkes Pokémon. Es ist eine absolute Glaskanone, kann ich auf jeden Fall verstehen, aber mit einem 160er Speed, den ihr da seht, ich spiele das Teil auch noch modest, guck mal, da hat 200 Special Attack plus Life Orb. Wisst ihr, wie viel Schaden das Teil eigentlich macht? Lass da mal irgendwas reinkommen in eine Matschbombe. Ja, Milotic weint da sogar. Ja, und das ist ja irgendwie die Bändigerin des Wassers und so weiter. Nee, die eigenen Tränen wird Milotic nicht bändigen können, wenn das Teil erstmal zum Zug kommt. Da reicht auch eine Matschbombe. Energieball ist zwar auch noch mit drauf, ist eher primär sowas wie Hypoteros, aber auch Milotic halt eben wird davon sehr krass getroffen. Aber eine Matschbombe reicht eigentlich auch schon komplett aus. Spukball, das Cresselia. Ha, wisst ihr, was das mit Cresselia macht? Ja, genau, schickt es zum Mond, weil es ein Cresselia ist. Gott, war der scheiße. Schutzschild habe ich aber auch noch mit drauf. Einfach halt eben für den Fall, weil ich glaube dann, es wird wahrscheinlich Situationen geben, wo er einfach nur das Gengar weghaben möchte. Da fände ich das halt sehr cool, nochmal Schutzschild zu drücken, sodass er dem Teil dann wirklich einfach gar nichts kann. Sodass das Partner-Pokémon dann einfach so ein bisschen Work machen kann.
Weil ich sag's euch mal so, stell dir vor, da steht ein Tobots und ein Gengar nebeneinander. Er muss echt überlegen, was er attackiert. Ach, wobei muss er eigentlich gar nicht, ne? Beide Pokémon sind absolut beschissen, was defensive Werte angeht. Wahrscheinlich braucht er einfach nur mit einem Pokémon eins dieser Pokémon angreifen, das wird down sein. Aber im Umkehrschluss auch, weil die beiden Pokémon Gengar und Tobots sind sehr schnell, outspeeden dann höchstwahrscheinlich zumindest ein Pokémon auf seiner Seite und killen dieses Pokémon dann auch höchstwahrscheinlich. Ja, Gengar, wie gesagt, aus Trotz, ich möchte es nochmal eine Chance geben, ich nehme es nochmal mit. Auf dem Papier ist das immer richtig geil. Ich habe aber irgendwie nie das Positioning hinbekommen, wo Gengar ganz gut ist. Ich glaube, dass Gengar zu leaden oder sowas ist, glaube ich, mal eine bessere Wahl oder sowas. Habe ich ja auch kaum gemacht. Ich glaube, das sollte ich irgendwie öfter machen. Übrigens, das kann ich am Ende nochmal erzählen, falls ich es nie vergessen sollte. Naja, so viel auf jeden Fall zu Gengar. Und das letzte Pokémon hier in meinem Team, jetzt wird's richtig crazy. Also ich glaube richtig crazy. Ich glaube, damit habe ich eins der kreativsten Sets, vielleicht nicht Sets, aber Kombinationen wieder rausgehauen. Ihr kennt es vielleicht ja aus sowieso meinen ganzen Teambuildings und wie ich halt in der MPBL spiele. Ich versuche jeden Spieltag eine absolute Überraschung aufzubauen. Ich wurde in der MPBL Season 4 die Wundertüte der Liga geschimpft. Und das nicht ohne Grund. Ich bringe als letztes Pokémon mit Calamanero. Auf den ersten Blick denkt man sich, das ist ein ganz normales Calamanero. Scope-Linse drauf, Psychoklinge, Nachthieb. Eine sehr hohe Volltrefferchance und so. Eigentlich recht normal. Superpower, also Kraftkoloss mit da drauf. Ist ja ganz cool, um den Angriff und um die Verteidigung halt eben zu steigern. Merkt euch dieses Angriff und Verteidigung steigern. Merkt euch das, das wird noch sehr wichtig werden. Kennt man ja auch soweit. Schutzschild wieder mal mit dabei. Das heißt, 5 meiner 6 Pokémon haben Schutzschild hier mit dabei. Ich möchte unbedingt kein Mogelieb abbekommen. Wobei Gengar würde es sowieso nicht abbekommen. Einfach wegen, weil es halt ein Geist-Pokémon ist. Und ansonsten sieht man noch Min-Initiative mit diesem 74 Initiative-Wert outspeede ich oder underspeede ich, aber ich outspeede im Trick Room dadurch ein Machomai, was sehr cool ist, also ein non-investiertes Machomai im Speed-Bereich zumindest, und alles darunter würde ich halt eben nicht underspeeden können. Das bedeutet auch zum Beispiel Epoteros kann ich da nicht underspeeden. Ja, also wenn das Epoteros, wenn kein Trick Room draußen ist, ist es trotzdem noch schön, schneller als das Epoteros halt eben zu sein. Aber jetzt wird es halt eben sehr spannend, sage ich euch. Ich habe eine richtig, richtig fette Kombination mit einem anderen Pokémon hier im Team. Das Elfhuhn hat ja die Attacke Tickle, also auf Deutsch Spaßkanone. Spaßkanone ist ein Angriff, was den Angriff des Gegners um minus 1 versetzt und die Verteidigung, die physische Verteidigung auf minus 1 versetzt. Was macht es wohl auf ein Calamanero? Im ersten Moment, passt auf, sagt ihr jetzt, Strolchattacken gegen ein Unlicht-Pokémon, das funktioniert doch gar nicht. Habt ihr auch recht. Prankster funktioniert gegen Unlicht-Pokémon nicht. Wenn jetzt zum Beispiel der Gegner einen Kleopatra da hat und ich würde versuchen, gegen das Kleopatra Charm einzusetzen, kann ich nicht, wenn ich Strolch spiele. Wenn ich Strolch spiele. Geht natürlich nicht. Aber auf die eigenen Pokémon funktioniert das. Ich verarsche euch nicht. Ich bin auf Showdown gegangen, habe mir das extra angeschaut gehabt, bevor ich halt eben überhaupt den Draft gemacht habe, um halt eben zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe gesehen, es geht. Und ich wollte dieses Strat mit Spaßkanone oder mit Charm auf mein eigenes Calamanero unbedingt einmal mitbringen. Und hier habe ich meine Chance gerochen. Weil wenn sein Bumblebee, also sein Rebombi, sein Tinkerbell, wie man es auch mal schimpfen möchte, die Biene, wenn die vom Feld geräumt ist, dann ist mein Calamanero da. Dann ist mein Calamanero aber nicht nur ein bisschen da, dann ist mein Calamanero aber mal ordentlich da, sage ich euch. Weil dann ist Calamanero gegen sein gesamtes restliches Team eine sehr, sehr starke Kraft. Die einzige Problematik wäre noch, wenn er auf Cresselia Signal Beam spielt, aber I guess not, nein. Ich glaube nicht, dass er das darauf spielt. Oder halt, wenn Lectragon einfach in der Dynamax deiner Gewitter einsetzt mit Schockschnabel. Das macht auch sehr viel Schaden. Die Sache ist aber, durch die Spaßkanone bin ich ja auf plus 1 Verteidigung. Also macht sein Schockschnabel wirklich gar nicht mehr so viel Schaden. Deswegen ist das Teil saugeil und es freut mich so enorm, das spielen zu können. Wenn der noch in der Dynamax drin ist und ich trage die Scope-Linse, was dann nochmal so ein bisschen die Crit-Chance erhöht. Und wenn ich dann es noch schaffe, in der Dynamax auf plus 1 zu critten, oh, das wäre auch wirklich ein Traum, sag ich. Das wäre auch wirklich ein Traum. Also das ist eine Kombination, die wollte ich unbedingt mal spielen und gegen Flo sehe ich diese Möglichkeit. Und ich bin ultra gehypt. Es wird wahrscheinlich einfach nur diesen Hype nicht funktionieren. Ich will's mitbringen. Wird dann aber wahrscheinlich so eine Sache sein wie mein Trick-Ring-Target auf Bikralaxos, Pipi oder sowas, was ich unbedingt mitbringen will, aber nie was gebracht hat. Aber ich kann zumindest ein cooles Teambuilding machen und euch diese Strat hier zeigen und damit sagen, wie geil das eigentlich ist. Und ja, damit wisst ihr auch, Mythos ist hier auf jeden Fall gebrochen. Du kannst solche Moves gegen dein eigenes Pokémon einsetzen.
Und Elfhund hatte noch ziemlich coole andere Strategien, mit zum Beispiel Cotton Spore kann ich auch das Calamanero auf plus 2 Initiative bringen und hast nicht gesehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Weil dann kann ich zum Beispiel, das ist ja auch ziemlich cool, ich brauche das Calamanero nicht Dynamaxen, ich kann Cotton Spore auf mein Calamanero einsetzen, der ist auf plus 2, outspeedet den Gegner, drückt Superpower, geht auf plus 1 und dann kann ich in die Dynamax reingehen, kann dann mit Elfhund Spaßkanone noch drücken oder sowas. Stellt euch diese Possibilities vor, das kann alles noch kommen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt schon gesagt habe für die kommenden Gegner, falls ich das nochmal irgendwie bringen möchte oder sowas. Aber ich kann es nicht in mir geladen lassen. Es ist so eine geile Kombination und ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass mein Tintenfisch da ganz gut Work machen kann. In den richtigen Situationen wird es auch dazu kommen. Ja, und ich sag mal, overall war es das hier eigentlich mit meinem Team, mit dem Teambuilding. Die Sache ist halt, ja, Spaßkanone könnte ich noch vielleicht drauf eingehen, halt ist overall nochmal ein ganz cooler Move, um, ja, habe ich ja schon erzählt gehabt, ne, um das Eisfeld und so weiter zu stoppen und so weiter, aber das supportet halt dann auch nochmal so ein Cavalanzas enorm oder auch ein Sumpex enorm, weil wenn der Gegner auf minus 1 Verteidigung halt eben sitzt, machen die beiden Pokémon nochmal deutlich mehr Schaden. Ich kann das auch zum Beispiel für Calamanero gegen den Gegner einsetzen, unter anderem. Naja, wie dem auch sei, also, das hier ist mein Team, Leute. Hab mir wieder was sehr Cooles ausgedacht, wie ich finde. Und jetzt ist, glaube ich, an der Zeit, den momentanen Kronenträger hier die Zacken abzubrechen und ihn vom Platz 1 runterzustoßen. Wenn zumindest, ne? OG Dennis oder Paik oder sowas halt eben gewinnen und ich irgendwie 2-0 gegen ihn gewinnen sollte oder sowas, ne? Dann auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall hier eine Geschichte. Wie dem auch sei, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen im Kampf. Wir haben den allerersten Kampf um 13 Uhr. Schaltet auf jeden Fall ein, denn ich glaube, die Welt wird brennen. Ich werde, glaube ich, mein Bestes geben. Ich muss mein Bestes geben. Jetzt gleich geht's in den Kampf rein. Gott, bin ich nervös. Wie dem auch sei, ne? Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kostian Koskin. Bye, bye. Macht Idiot.